Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie, wie Sie eine ausgefallene Festplatte in eine Synology NAS DSM RAID Array ersetzen. Sie erfahren auch, wie Sie zusätzliche Laufwerke hinzufügen können und wie Sie von RAID 5 auf RAID 6 migrieren können. Es gibt nichts Schlimmeres als das Geräusch einer ausgefallenen Festplatte oder eines NAS-Laufwerkfalls. Der Verlust von Gigabytes an Daten, Fotos, Videos und Dokumenten ist näher denn je, da sich das Festplattenarray in einem schlechten Zustand befindet. Um Ihre Daten zu schützen, müssen Sie das ausgefallene Laufwerk ersetzen und den RAID-Verbund wiederherstellen. Wenn Sie ein NAS-Gerät zum Speichern Ihrer Daten verwenden, können Sie mit dem richtigen Ansatz problemlos ein RAID-Array wiederherstellen. Bevor Sie mit dem Austausch der Festplatte fortfahren, müssen Sie den RAID-Typ bestimmen. Sie müssen verstehen, ob diese Art des Festplatten Austausch ohne Datenverlust unterstützt wird und wie viele Laufwerke ausfallen können, ohne sie zu stoppen. In diesem Video zeige ich am Beispiel eines Geräts für Synology und RAID 5 Level. Wenn Sie die RAID 5 Technologie zum Speichern von Daten auf den Laufwerken verwenden und nur ein Laufwerk auffällt, ist das nicht so schlimm. Die RAID 5 Technologie ermöglicht es, Ihrem NAS auch bei Ausfall eines Laufwerks nochmal weiterzuarbeiten, sodass Sie es nicht sofort durch ein beliebiges verfügbares Laufwerk ersetzen müssen. Sie verlieren jedoch weitere Fehlertoleranz, sodass RAID zerstört wird, wenn ein anderes Laufwerk ausfällt. Darüber hinaus werden die Laufwerke im Array stärker belastet, da sie Aufgaben anstelle des ausgefallenen Laufwerks übernehmen müssen. Es ist nicht eine Frage der Zeit, bis die Arbeitsantriebe das gleiche Schicksal erleiden. Wenn eine weitere Festplatte ausfällt, wird die RAID-Reparatur und Datenwiederherstellung schwieriger und fast unmöglich. Es wird daher empfohlen, das ausgefallene Laufwerk so bald wie möglich zu ersetzen. Wenn eine Festplatte ausfällt, warten Sie das NAS mit einem lauten Piepton. Wenn Sie sich in den Diskstation Manager einloggen, sehen Sie außerdem eine Benachrichtigung, dass einer der Pools einen degradierten Status hat. Es wird empfohlen, die nicht funktionierende Festplatte zu ersetzen. Wenn zuvor Benachrichtigungen eingerichtet wurden, erhalten Sie auch eine E-Mail, die Sie über den Fehler informiert. Der erste Schritt besteht darin, die ausgefallene Festplatte zu identifizieren. Öffnen Sie dazu das Menü Speicherverwaltung Festplatte. Sie können das Laufwerk, das Sie ersetzen müssen, anhand seiner Nummer identifizieren. Neben jedem Laufwerk wird der Status in grün oder rot angezeigt, je nachdem, welchen Status das Laufwerk hat. Wenn alles richtig funktioniert, sehen Sie neben jeder Festplatte ein grünes Normal. Neben einem fehlerhaften Laufwerk sehen Sie den roten Status abgestürzt oder fehlgeschlagen. In meinem Fall wird die fehlerhafte Festplatte überhaupt nicht angezeigt, die sie völlig funktionsfähig ist. Von jeder Manipulation an den Laufwerken ist es ratsam, eine sichere Kopie der wichtigen Daten zu erstellen, alle Laufwerke zu markieren, ihre Reihenfolge festzulegen und so weiter. Entnehmen Sie dann die zu ersetzende Festplatte aus dem entsprechenden Fach. Jedes Fach ist hier nummeriert. Wenn keine Nummerierung vorhanden ist, können Sie identifizieren. Die Nummer der Festplatte entspricht ihrer Position im NAS-Gehäuse von links nach rechts. Wenn Laufwerk 5 aufgefallen ist, handelt es sich um das fünfte Laufwerk von links. Sobald Sie das aufgefallene Laufwerk identifiziert haben, entfernen Sie es aus dem Gehäuse. Synology NAS Geräte unterstützen Hubswap-Laufwerke, was bedeutet, dass es nicht notwendig ist, das Gerät herunterzufahren, wenn ein Laufwerk ausgetauscht wird. Installieren Sie ein neues Laufwerk an seiner Stelle oder installieren Sie ein neues Laufwerk in einem freien Steckplatz, wenn dieser frei ist. Bevor Sie ein neues Laufwerk zum Array hinzufügen, empfiehlt es sich, einen Smart-Test durchzuführen. Öffnen Sie den Storage Manager und gehen Sie zum Abschnitt Herkömmliche Festplatte, HDD, SSD. Wählen Sie hier das neue Laufwerk aus und klicken Sie aus Hausinfo und dann aus Smart-Test auf der rechten Seite des Bildschirms. Wählen Sie den Test-Typ und klicken Sie auf Start. Sie sehen den Status und den Fortschritt während des Betriebs. Wenn der Test erfolgreich war, können Sie das Laufwerk dem Array hinzufügen. Öffnen Sie das Manager, Menü, Speicherverwaltung, Speicherpool. Klicken Sie hier auf Aktionen und wählen Sie Reparieren aus der Liste. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fügen Sie das neue Laufwerk der Liste aus der rechten Seite hinzu und klicken Sie auf Weiter.
Wenn Sie darauf hingewiesen werden, dass der Datenträger überschrieben wird, klicken Sie zur Bestätigung auf OK und dann auf Apply. Der Wiederherstellungsprozess wird beginnen. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, ändert sich der Status in Normal. Wie Sie sehen können, bleiben alle auf dem Gerät gespeicherten Dateien unverwertet. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Da wir gerade beim Hinzufügen von Festplatten sind, lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie man weitere Festplatten zu NAS hinzufügt und wie man von einem RAID-Level zu einem anderen migriert, ohne Daten zu verlieren, wobei RAID 5 und die Migration zu RAID 6 als Beispiele dienen. Auf NAS können Sie die RAID-Typen von den Speicher-Resource-Pools ändern, ohne den Verlust vorhandenen Daten befürchten zu müssen. Sie können zum Beispiel einen Speicher-Ressourcen-Pool mit RAID 1 erstellen und ihn später in RAID 5 ändern, wenn zusätzliche Festplatten installiert werden und ihn dann in RAID 6 migrieren. Um den RAID-Typ zu ändern, muss eine ausreichende Anzahl von Festplatten in NAS installiert sein. Die Mindestzahl von Festplatten für RAID 5 ist 3, um sie in eine 6. zu ändern, muss mindestens eine Festplatte hinzufügt werden. Bevor Sie den RAID-Typ ändern, vergewissern Sie sich, dass der Status des Pools in Ordnung ist. Wenn Sie einem RAID Festplatten hinzufügen, muss deren Kapazität größer oder gleich der Kapazität der Festplatte mit der kleinsten Kapazität in diesem Pool sein. Außerdem müssen alle Festplatten vom gleichen Typ sein. Um den RAID-Level zu ändern, öffnen Sie Menü, Speicherverwaltung, Speicherpool. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche Aktion und wählen Sie Change RAID-Typ aus der Liste. Wählen Sie RAID 6 weiter, fügen Sie das Laufwerk zum Erweitern des Arrays hinzu und klicken Sie auf Weiter. Es erscheint ein Pop-up-Fenster, das Sie darüber informiert, dass die Daten auf diesem Laufwerk überschrieben werden. Überprüfen Sie die Konfiguration und drücken Sie zur Bestätigung auf Übernehmen. Dadurch wird der Prozess des Hinzufügens neuer Festplatten und des Wiederbaus des RAIDs gestartet. Nach Abschluss wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass die RAID-Konvertierung erfolgreich war. Bei diesem Reboot bleiben alle Daten auf dem Festplattenarray unverwendet. Dies gilt nicht für den Fall eines Stromausfalls. Während eines Reboots wird die Parität neu berechnet, die Daten auf den Festplatten werden überschrieben, der Vorgang wird abgebrochen und alle im temporären Speicher abgelegten Daten können beschädigt werden, wodurch das RAID resource wird. Der Zugriff auf die Dateien geht dann verloren und ein spezielles RAID-Datenwiederherstellungsprogramm ist erforderlich, um die Daten wiederherzustellen. Was bei einem Stromausfall während des Virenaufbaus eines RAIDs mit einem Array passieren kann, ist jetzt auf dem Bildschirm zu sehen. Wie Sie sehen können, ist das Array zerstört, die Festplatte ist ungänglich und alle Daten sind verloren. Um den Bereich zu erweitern, öffnen Sie den Abschnitt Volumen, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktion und wählen Sie eine Konfiguration aus der Liste. Stellen Sie hier die Festplattengröße ein und klicken Sie zur Bestätigung auf OK. Das Laufwerk ist erweitert, die Migration von RAID 5 zu RAID 6 war erfolgreich. Wie Sie sehen können, sind alle Dateien, die auf dem RAID 5 Array gespeichert waren, nach dem Reboot unverwendet.
falls sie einen Stromausfall hatten und das Gerät während des Wiederherstellungsbaums zerstört wurde oder sie versehentlich wichtige Daten gelöscht haben, können sie Hetman Rate Recovery, ein Datenwiederherstellungspool, verwenden. Das Dienstprogramm sammelt automatisch das zerstörte RAID, sodass Sie Ihre Dateien wiederherstellen können. Es unterstützt alle gängigen RAID-Typen und die meisten Geräte der verschiedenen NAS-Hersteller. Weitere Einzelheiten zum Wiederherstellen von Daten von einem Synology NAS RAID finden Sie in einem anderen Video, dessen Links ich in der Beschreibung hinterlasse. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.